geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, was verändert sich eigentlich, wenn man 10 Tage am Stück Mountainbike fährt, in zum Beispiel so einem Mountainbike-Urlaub, den ich gerade hinter mir habe. Und ich habe das Ganze mal in so 5 Kategorien aufgeteilt, die mir persönlich aufgefallen sind, nachdem ich das erste Mal wieder hier im Park war. Und darum soll es heute im Video gehen. Viel Spaß beim Video. Ganz kurzes Hintergrundwissen vielleicht für euch. Ich war im Bikepark Willingen unterwegs und das ist ja so der Park, wo die Abfahrten so hier so mit am längsten sind. Und deswegen dachte ich mir, hey, Bikepark Willingen, können wir mal abchecken und schauen mal, wie es sich jetzt hier wieder anfühlt, in Deutschland zu fahren. Das Ganze habe ich in 5 verschiedene Kategorien unterteilt und darüber sprechen wir heute ein bisschen. Punkt Nummer 1 ist trainingswissenschaftliche Aspekte. Punkt Nummer 2 ist Fahrgefühl. Punkt Nummer 3, intuitives Fahren. Punkt Nummer 4, die Gefahren der ganzen Sachen, wenn man 10 Tage lang am Stück fährt. Und Punkt Nummer 5, es kommt natürlich darauf an, wo in Deutschland man im Anschluss fahren geht. Denn manchmal fühlen sich die Strecken dann anders an. Und inwiefern die sich anders anfühlen, das möchte ich auch so ein bisschen mit euch heute besprechen. Also starten wir mal direkt rein in Punkt Nummer 1. Trainingswissenschaftliche Aspekte sind natürlich eigentlich ganz, ganz logisch. Man fährt auf einmal 10 Tage lang am Stück Fahrrad und das bedeutet, wir trainieren die ganze Zeit unsere Kraft, unsere Ausdauer, unsere Kraftausdauer, Schnellkraft und so weiter, also alle Punkte, die dazugehören. Meistens ist es bei mir so und ich denke, so geht es den meisten auch. Ich fahre so 1 bis 2 Mal die Woche Fahrrad, halt am Wochenende. Wenn es mal richtig gut läuft, dann schaffe ich noch einen 3. Tag. Aber da ich Vollzeit arbeite, bleibt manchmal einfach nicht genug Zeit zum Fahrradfahren. Und das ändert sich im Urlaub. Das heißt, die Abfahrten im Bikepark Willingen jetzt als Beispiel waren einfach überhaupt nicht mehr anstrengend. Ich hatte das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag fahren, weil die Abfahrten einfach in Österreich natürlich viel, viel länger gewesen sind. Punkt Nummer 2, Fahrgefühl. Und das ist so ein bisschen vielleicht gekoppelt mit Punkt Nummer 3. Aber das Fahrradgefühl und das Fahrgefühl ist natürlich enorm gestiegen. Es ist so, als würde man jeden Tag halt die gleiche Aktivität machen. Nehmen wir mal an, du würdest dir nur einmal die Woche Zähne putzen. Und das ist jedes Mal wieder komisch. Aber wenn du jeden Tag, wie es hoffentlich bei den meisten von uns ist, dir die Zähne putzt, dann ist es so, dass so automatisch, wir denken da gar nicht drüber nach. Also ich laufe zum Beispiel durch die ganze Bude, gucke zwischendurch vielleicht mal Fernsehen, check mein Handy und so weiter. Wir müssen nicht nachdenken zum Zähneputzen. Und genau das Gleiche passiert mit dem Fahrradfahren, wenn man viel am Stück fährt. I ain't holding on to anything, dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the commas, they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out. Oh damn, yeah, we special. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. Hey, on your mark, get set, go. Always got my dogs by my side like Petco. If Damo on the beat, we gon' boom a light. Make sure it don't serve me any purpose, then you know I gotta let go. Always had the sauce like pesto, fresh pair of retros, you know I gotta get those. On our way to the top, nigga, let's go. Now we in the room with the ghost rubbing elbows. We'll hop on any beat up tempo, long as it's R&B and hip hop, no techno. Listen through my voice through these headphones. When I scream ISO, let it echo. I ain't hold on to anything, dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the commas, they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back. Und dazu kommen wir direkt zu Punkt Nummer 3. Das intuitive Fahren wird dadurch um einiges gesteigert. Diese Zeiten, wir kennen das alle, Einrollen und so weiter, das fällt dann fast weg. Oder vielleicht kennt ihr das auch, wenn man lange nicht gefahren ist, dann fühlt es sich am Anfang so ein bisschen komisch an, wieder auf dem Rad zu stehen. Und das fällt auch komplett weg, weil du steigst einfach jeden Morgen aufs Fahrrad und ziehst dein Ding durch. Und das ist einfach richtig krass.
dann kommst du nach Deutschland, hast wieder eine Pause und fährst nur noch am Wochenende. Und das ist ziemlich traurig. Das heißt, das intuitive Fahren, das Fahrradgefühl, habe ich das Gefühl, steigt durch dieses regelmäßige Fahren und 10 Tage mal am Stück wirklich dasselbe tun und sich darauf konzentrieren, jeden Tag irgendwie an einzelnen Dingen zu arbeiten, ist einfach unglaublich und hat mich persönlich auf jeden Fall wieder ein gutes Stück nach vorne gebracht. Und ich hatte letztes Jahr das gleiche Gefühl. Punkt Nummer 4. Und zwar, das Ganze ist ja ziemlich schön und macht auch ziemlich viel Spaß, aber das birgt natürlich auch ziemlich große Gefahren, wenn man jeden Tag Fahrrad fährt. Sei es jetzt im Urlaub, sei es zu Hause oder sonst irgendwie. Es gibt einfach dann manchmal Tage, wo man nicht ganz so fit ist. Und das ist einfach ganz logisch, weil ich habe den Fehler gemacht, ich habe keine Pausen gemacht. Das heißt, in Wirklichkeit ist das mit den trainingswissenschaftlichen Aspekten so ein bisschen hinfällig, da ich einfach keine Erholung gehabt habe und der Körper wird einfach nur besser in der Superkompensation und das passiert nur in der Erholungsphase, in der Pause. Alvin? Immer in den Busch hier. Das ist mein Ding. Ihr seht, er ist wieder am Start. Ihr kennt ihn noch aus dem letzten Österreich-Video. Ich glaube, er möchte einfach gerne mit Teil des Videos sein und braucht wahrscheinlich einen YouTube-Kanal. Naja, auf jeden Fall gibt es da einige Gefahren, wenn man einfach jeden Tag fährt. Und zwar, dass man sehr schnell auch irgendwie dann leichtsinniger wird und nicht mehr so genau überlegt. Und vielleicht manchmal auch ein bisschen müde ist und keine Kraft hat. Und gerade so 10 Tage Österreich, da will man jeden Tag mitnehmen. Und ich glaube, manchmal ist es dann besser, rechtzeitig Pause zu machen oder halt weniger zu fahren, bevor man sich verletzt. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich persönlich als so ein kleines Gefahrending sehe. Also irgendwie, das Gefühl ist immer neu hier. Wieder die Highline verpasst. Da muss man sich echt anstrengen. Oh, gut, zerbombt hier. Pedal fast verloren hier. Mal kurz neu aufs Pedal. Aber die haben auch hier. Oh. Punkt Nummer 5. Was mir aufgefallen ist, wenn ich in einen Bikepark wie den Bikepark Willingen als erstes fahre oder auch dann mal auf meine Home Trails, weil das waren so die ersten Sachen, die ich nach dem Österreich-Urlaub wieder gemacht habe, dann fällt mir auf, dass alles einem langsamer vorkommt. Die Strecken sind langsamer, die Jumps irgendwie kleiner und alles ist irgendwie einfacher. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn ihr aus dem Urlaub, aus dem Bike-Urlaub zurückkommt und zum Beispiel
in so einem Park wart wie in Schladming, wo echt Speed angesagt ist, bis auf bei der blauen Line und 99 Jump Line und alles ist steil und so weiter, dann kommen einem die Strecken hier bei uns einfach so ein bisschen komisch vor. Ich will nicht sagen langweilig, sondern es macht dann halt mehr Spaß, weil man einfach seine Komfortzone erweitert hat. Aber natürlich kommt es auch darauf an, wo man hier in Deutschland fährt. Es gibt auch Parks in Deutschland, die sind Next Level. Das ist was ganz, ganz anderes. Und ich fahre ja auch bei weitem nicht alle Strecken hier überkrass irgendwie runter. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Man hat einfach dadurch, dass man seinen Bike-Urlaub in Österreich gemacht hat und da rot schon ziemlich knackig ist und hier manchmal schwarz wäre wahrscheinlich, erweitert man seine Komfortzone so ein bisschen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Denn dann kommt man nach Deutschland zurück und fühlt sich hier so ein bisschen fast wie so ein Pro. Was natürlich Quatsch ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, Linie, keine Ahnung. Okay. Also man fühlt sich einfach gut, weil hier alles easy ist und nicht so angsteinflößend wie in Österreich. Und diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht, als ich jetzt das erste Mal wieder im Park war. Und ja. Hä? Okay. Ich konnte die ein oder anderen Punkte so ein bisschen nachempfinden. Ich wollte das auf jeden Fall einfach mal loswerden, festhalten, was sich da so ein bisschen verändert. Und werde das die nächsten Jahre, wenn ich im Urlaub bin, auf jeden Fall nochmal so beobachten. Und vielleicht lernt man auch aus einem Urlaub, nimmt das Wissen in den anderen Urlaub mit. Und zum Beispiel diese Pausen, das würde ich auf jeden Fall ändern. Und yes! Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch so ergangen ist, wenn ihr aus dem Urlaub zurückkommt und dann wieder in Deutschland fahrt, ob ihr da viel Progress gemacht habt, ob ihr sagt, Deutschland ist danach doof oder was auch immer. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.